Hallo, hey liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Let's Play Alien Isolation. In der letzten Folge sind wir mit dem Transit gerade so einer großen Bedrohung entkommen. Einem ziemlich unheimlichen Wesen wahrscheinlich, das Axel den Garaus gemacht hat. Und jetzt sehen wir uns in diesem neuen Bereich der Station Sevastopol mal um. Lawrence System Lobby. Beiden Seiten führen Treppen hin und ich werde jetzt mal hier lang gehen. Schauen wir mal, wo dieser Weg hinführt. Aha. Was haben wir denn da drin? Ein Terminal. Zugangscode benötigt, okay. Da brauchen wir einen Plasmaschneider. Alles Dinge, die wir noch nicht haben. Lediglich den Wartungsheber haben wir ergattern können. Ja, zum Verstecken. Im Moment sehe ich keinen Grund, mich zu verstecken. Da kommen wir nicht durch. Ganz einsam und verlassen hier im Moment. No weapons allowed. Okay. Das war nur eine Luftschleuse. Aber da werde ich jetzt mal nicht hingehen. Ich will mich erstmal zunächst woanders umsehen, und zwar hier. Zunächst mal die offensichtlichen Wege gehen. Notfallüberbrückung. Nehmen Sie den Aufzug zu Segen Communications. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bleiben Sie zurück! Das ist gar nicht gut. Hier drüben! Hier ist jemand! Ach du Scheiße. Ist ja gar nicht gut gelaufen. Jetzt wollen uns ja auch noch irgendwelche Leute ans Leder. Ich renne mal zurück, denn ich wollte eh noch gucken, was auf der anderen Seite ist. Ich denke mal, dass ich da oben schon hin muss, aber was gibt es hier? Ich hoffe, dass die mir jetzt nicht folgen. Das nächste Mal muss ich mich dann mal etwas behutsamer da lang schleichen. Sie würden mir jetzt nachkommen, das klang fast so. Sicherheitsgenerator. Die Tür ist verschlossen. Ja, das nehmen wir natürlich alles mit. Die Strebe lasse ich lieber mal da, das könnte eventuell noch mal irgendwann mal nützlich sein, wenn die Tür dann noch verschlossen ist. Hoffe ich jedenfalls, das werden wir sehen. Na gut, wie erwartet, gibt es hier nichts Großartiges zu finden, außer einige Items, aber durch diese Tür werde ich wohl erst später kommen. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie ich diesen Generator da irgendwie überbrücken soll oder auslösen soll. Sicherheitszugangsgenerator. Nee. Ich habe keinen Sicherheitszugang. Tja. Ich könnte jetzt einen Transit rufen, aber was würde mir das bringen? Ich glaube schon, dass ich da oben richtig war. Jetzt muss ich nur mal sehen, dass ich mich jetzt. Ja, machen wir. Nee, jetzt muss ich mal sehen, dass ich mich da etwas behutsamer Langschleiche. Jetzt werde ich auch mal gucken, wo dieser Luftschacht hinführt. Ob der jetzt nur von der einen Ecke zur anderen führt oder ob ich da vielleicht möglicherweise auf einem anderen Punkt in dieser großen Halle lande, sodass ich mich ein bisschen besser anschleichen kann. Na, kletter rein, Amanda. Mm-hmm.
Da ist eine Leiter, aber die kann ich nicht erreichen. Sehr unheimlich gerade, aber ich dachte mir, ich lasse die Taschenlampe mal lieber aus. Na gut, es war wirklich nur dazu da, um sich ein paar Rohstoffe zu ergreifen. Jetzt muss ich sehen, dass ich mich vorsichtig da anschleiche. Was habe ich mir denn jetzt da gegriffen? Medikit, nee, das brauche ich nicht. Obwohl, vielleicht doch, wenn ich jetzt wieder entdeckt werde. Ganz vorsichtig und geduckt. Ist die jetzt abgehauen oder? Jetzt ist irgendwie nichts mehr zu sehen. Die muss abgehauen sein, als sie mich gesehen hat. Sollen wir irgendwo auch recht sein? Na gut, ich riskiere es mal aufzustehen. Was haben wir hier? Ein Sensor, eine Sprengkapsel und Komponente B. Immer her damit. Und noch eine Ausweiskarte. Sammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Mann, Mann, Mann. Ihr traut niemand niemandem. Habe ich letzte Folge schon gesagt und es ist... Missgunst ist nicht gut in so einer Situation, dann passiert sehr bald Mord und Totschlag. Ich habe gerade eine Sicherheitskarte aufgenommen. Ich frage mich, ob ich die da hinten bei den anderen Türen benutzen kann. Aber erstmal sehe ich mir das hier an. Ein Zugangsgenerator. Hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Nicht schlecht. Datenzelle finden, um SZG zu reparieren. Ja, dann machen wir das mal. Dann komme ich auch zu der anderen Tür da hinten rein. Wow. Okay. Wir werden sie finden und töten. Jetzt habe ich ein Problem. Hier lang. Sie war unten. Ich hätte jetzt schnell hochgehen sollen, aber das... Ich fürchte, das habe ich jetzt verpasst im Moment. Was zum Teufel war das? Scheiße. Ich sehe überhaupt nichts. War nichts weiter. Da drüben ist jemand. Wow! Scheiße! Ja, okay, das ist schon mal gewaltig schief gelaufen. Aktuellen Speicherstand laden. Ja. Ja, Leute, da bin ich gestorben. Und da dieses Spiel ganz klassisch, wie es in früheren Tagen üblich war, Speicherpunkte, also festgelegte Speicherpunkte und keine Kontrollpunkte benutzt, muss ich jetzt alles nochmal machen, was ich gerade eben getan habe. So, Leute, ich habe jetzt mal einen kleinen Cut gemacht, damit ich diese ganze Szene hoffentlich nicht nochmal spielen muss. Also, ich werde das jetzt generell so machen, da Alien Isolation meines Wissens nach einen ziemlich großen Umfang hat, damit sich das Let's Play nicht so sehr in die Länge zieht, werde ich bei einem Bildschirmtod eventuell dann, eventuell werde ich auf jeden Fall dann lieber mal einen Cut machen, damit ihr mir nicht dabei zusehen müsst, wie ich eine Stelle tausendmal wiederhole. Denn es scheint hier durchaus öfter vorzukommen, wie ich es gelesen habe. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich mich hier irgendwie verstecke. Ich hoffe, es gelingt mir. Nein! Nein! Nein!
Nein, nein. Verdammt, verdammt, verdammt. Bin hier auch wie auf dem Präsentierteller gerade. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Der wird mich doch sehen oder die wird mich sehen. Was mache ich denn jetzt nur? Puh. Tja. Im Augenblick sind die Menschen hier eine größere Bedrohung als der sogenannte Killer, von dem wir alle im Prinzip schon wissen, um was es sich handelt. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Bilde ich mir das ein? Oder ist hier was bei uns? Du bildest es dir nur ein. Ich bin gar nicht da. Vergiss es einfach. Verschwinde, verdammt nochmal. Bin froh, dass ich euch gefunden habe. Ah, gut, sie geht weg. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich es irgendwie schaffe, zur Luftschleuse zu kommen, zu irgendeiner. Da werde ich mich sicherlich besser verstecken können. Ah, eins. Ach nee, verdammt. Da brauche ich wieder diesen Generator für, ne? Ja. Scheiße. Das ist wirklich nicht so witzig. Ich habe auch keinen Bewegungsmelder und nichts. Ich muss mich jetzt einzig und allein auf mein Gehör verlassen. Die Tür ist auch zu. Hier fällt alles Tag um Tag mehr auseinander. Sie ist da oben. Scheiße. Ist euch aufgefallen, dass es kälter wird? Ist auch gar nicht toll, hier bei diesem Licht hier rumzuschleichen. Vielleicht hätte ich auch einfach gleich zurückrennen sollen. Aber da hätten sie mich wahrscheinlich bemerkt. Ich kann mich kaum noch an Zeiten erinnern, in denen wir nicht bis zum Hals in dieser Scheiße steckten. Such's jetzt mal. Schnell, schnell. Komm schon. Schnell rein da. Okay. So weit, so gut. Ah. Na komm, geh auf. Und wo bin ich jetzt? Vor allen Dingen bin ich in Sicherheit, das ist hier die Frage. Da draußen ist im Moment nichts zu sehen. Wahrscheinlich gibt es hier nur Sammelgegenstände. Ich muss gleich mal gucken, ob ich mir irgendwas basteln kann. Womit ich vielleicht irgendwie eine Ablenkung erzeugen kann. Ich habe schon einiges an Ressourcen aufgesammelt. Und da ist möglicherweise etwas dabei. Schauen wir mal nach. Also, zack. Sensor. Bindemittel. Nee, ich glaube für mehr reicht es noch nicht. Weil ich eben die Baupläne nicht habe. Das ist der Grund. Nee, da werde ich mich wohl auf meine einfachen Schleichkünste verlassen müssen. Also war dieser Lüftungsschacht keine Rettung, sondern war nur eine Art Verschnaufpause. Hm.
Die Menschen machen einen ja nicht unbedingt Angst, aber sie sind zumindest bewaffnet. Was Amanda ja nun nicht ist. Da ist jemand. Verdammte Scheiße, wie soll ich da nur vorbeikommen? Uah, schneller! Wir schaffen uns das Versprechen. Mann, die sind hier überall. Da ist noch ein Kerl. Der wird mich wahrscheinlich gleich sehen. Fühlst du dich sicher? Ich nämlich nicht. Ah. Oh je. Nutzen Sie die Neuverkabelung, um das... Ja, genau. Das hatte ich nämlich befürchtet. Dass die mich dann da schön erwischen würden. Ja, und wieder bin ich tot. Na gut. Ja, Leute, das ist gar nicht so einfach hier. Muss man mal sagen. Ich werde den Part mal beenden. Und werde mir mal versuchen, mir offscreen eine andere Strategie zu überlegen, damit ihr mir in der nächsten Folge nicht noch ständig beim Sterben zusehen müsst. Das soll ja auch einigermaßen unterhaltsam für euch bleiben. Für mich ist es gerade ein bisschen nervig, aber ich hoffe, ich bin zuversichtlich, dass ich da noch eine Lösung für finden werde, um da vorbeizukommen, denn das ist ja gerade mal der Anfang des Spiels. Allzu weit bin ich noch nicht gekommen. Hinterlasst mir gerne Likes und Kommentare, wenn euch das hier gefallen haben sollte. Gebt mir auch vielleicht Tipps, wenn ihr schon das Spiel gespielt habt und weiter seid als ich, was ich hier besser machen kann. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Alien Isolation. Bis dahin.